gab EU-Abgeordnete, die haben das Vorgehen Österreichs ein bisschen als vorschnell beurteilt, aber jetzt mit Omikron wahrscheinlich hat sich dann die Lage doch ein bisschen verändert. Weder mit noch ohne Omikron kann man hier von vorschnell reden. Wir alle wollten keine Impfpflicht. Ich möchte das noch einmal ganz dezidiert sagen. Wir wollten auch bis zum Schluss unter allen Umständen einen Lockdown verhindern. Aber diese rasant ansteigenden Zahlen, die wirkliche Kapazitätsgrenzenerreichung in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, haben es notwendig gemacht, kurzfristig Aktionen zu setzen mit dem Lockdown und auch mittelfristig zu planen, wie wir die Impfquote steigern können. Und eine Variante ist diese allgemeine Impfpflicht mit einem Vorlauf. Und ich sage ganz klar, was jetzt wichtig ist, ist heute, morgen, übermorgen zu impfen. All jene zu beruhigen, die noch Sorge haben vor einer Impfung, die aufgeklärt werden müssen, die Unterstützung brauchen, die vielleicht auch zum Arzt, zur Ärztin gehen und sich wirklich persönlich auch beraten lassen. Und ich möchte das auch nochmal ganz dezidiert sagen. Ich selbst bin jemand, wo ich sage, eine Meinung haben und dazu stehen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber man kann seine Meinung auch ändern. Und es ist wirklich ein Zeichen von Größe, sich einmal auch hinzustellen und zu sagen, ja, bisher war ich dieser Ansicht, ich habe mich erkundigt, ich habe mit Menschen gesprochen und jetzt bin ich anderer Meinung, ja, jetzt gehe ich impfen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dann braucht man auch nicht darauf zu hoffen, dass die Impfpflicht ab Februar greift, sondern dann kann es morgen, übermorgen schon greifen.